Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Haare und zwar machen wir zusammen Locken. Und zwar nicht Locken mit dem Lockenstab, das habe ich ja glaube ich schon zweimal abgedreht. Ich glaube zweimal, vielleicht auch dreimal in meinem Konfirmationsvideo. Auf jeden Fall geht es heute um Locken mit dem Kletteisen, weil das habe ich so letzte Woche ausprobiert. Und das geht eigentlich relativ leicht und relativ schnell. Also ich finde, es geht schneller als die mit dem Lockenstab und es ist auch echt leicht. Also da kann man nicht so viele Fehler dabei machen, außer man ist so inkompetent wie ich und macht währenddessen immer mal wieder das Glätteisen an und aus. Also meine Hand ist nämlich hier und dann komme ich voll easy an diesen Knopf dran. Deshalb geht das relativ schnell aus. Aber ich versuche es heute, dass es nicht ausgeht. Wenn nicht, dauert es halt ein bisschen länger. Aber ja, heute geht es um dieses Glätteisen. Und natürlich die Locken, die ich damit mache. Das Kletteisen ist so wie der Lockenstab nicht von mir, sondern von meiner Mom. Und das ist von Braun und heißt Satin Hair 7. Also das ist glaube ich schon älter. Also sie hat das glaube ich schon richtig lange. Aber es funktioniert noch ziemlich gut und die Platten, die sind auch noch voll frei. Deshalb ist das eigentlich noch super zum Haare machen. Und bevor wir jetzt anfangen mit den Locken, zeige ich euch jetzt erstmal die Technik, denn ich weiß nicht, ob ich das mit dem Voice-Over so gut erklären kann. Deshalb mache ich das jetzt eben hier trocken vor. Und zwar braucht ihr eine Haarsträhne. Also es ist immer voll schlecht zu erklären, wie dick die sein sollen, aber ich würde jetzt mal sagen, seht ihr das, wie dick die sind? So. So drei Finger breit, wenn ihr das so lang macht, vielleicht auch ein bisschen dünner manchmal. Also es kommt immer drauf an, auf eure Haare. Und dann legt ihr die so ums Kletteisen, so nach vorne. Und dann macht ihr so eine Schlaufe hier und macht das Kletteisen so zu und zieht es dann so runter. Und dann sollte eine mega schöne Locke entstehen. Und was ich so cool daran finde, ist, dass man das Kletteisen ja nicht so weit oben da macht. Also man könnte es theoretisch so weit oben machen, aber ich fange das immer erst hier an und dann sind die Locken erst hier unten und das finde ich eigentlich mega schön. Und ja, zu dem Ergebnis kommen wir jetzt dann gleich. Und wenn ihr das in verschiedene Richtungen machen wollt, das mache ich auch ziemlich gerne auch mit dem Lockenstab, dann müsst ihr einfach von unten starten, also nicht von oben wie gerade eben, sondern einfach von unten und dann habt ihr so einen Beach Wave Look. Versteht ihr, was ich meine? Also so ein wilderen Look, nicht ein Beachwave-Look, sondern halt einfach wilder, weil die Locken einmal in die Richtung gehen und einmal in die andere Richtung. Das mache ich jetzt auch, weil ich liebe es einfach durchmischt. Ich mache es gar nie einfach, einfach in eine Richtung, sondern halt immer durchmischt, weil ich finde, das sieht einfach so viel schöner aus. Und jetzt gehen wir zu meinem Schminktisch. Um sich Locken überhaupt zu machen, braucht man als erstes eine Haarklammer. Ich habe leider nur eine, deshalb benutze ich dazu noch ein Haargummi, um mir die Haare dann unten festzubinden. Aber das seht ihr dann im Video. Eine Haarbürste braucht ihr natürlich auch noch. Also es geht auch in Kamm, aber ich bürste mir lieber meine Haare mit einer Haarbürste. Und ganz wichtig natürlich das Kletteisen. Zum Schutz benutze ich dann noch ein Hitzeschutzspray von Got2Be. Und zum Fixieren brauche ich dann noch ein Haarspray. Das habe ich aber vergessen zu zeigen. Damit das mit den Locken einfacher ist, teile ich mir immer ganz gerne meine Haare in drei Parts auf. Und der erste Part ist halt nur der untere Kopf. Das ist auch nur so ein ganz kleiner Teil, aber das hilft mir immer sehr. Und das mache ich halt mit der Haarklammer und ich wickel mir da so einen sehr schönen Dutt auf meinem Kopf zusammen und fixiere den halt mit der Haarklammer. Dann gebe ich zum Schutz mein Hitzeschutzspray auf meine Haare, die ich jetzt bearbeiten werde. Und das mache ich immer nur kurz bevor. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber ich mache das immer kurz davor, damit halt alle Haare Hitzeschutzspray abbekommen und nicht nur die Deckhaare. Das Hitzeschutzspray verteile ich dann mit meiner Haarbürste nochmal, sodass das auch jedes einzelne Haar abbekommt. Und jetzt geht's auch schon los mit den Locken und die Technik habe ich euch ja gerade eben gezeigt und hier seht ihr sie einfach nur schneller nochmal. Und ihr könnt auch erkennen, dass ich meine Haare immer in verschiedene Richtungen mache. Und wenn die Locken mal nicht so perfekt werden, dann geht nicht die ganze Zeit dann nochmal drüber und versucht die perfekte Locke hinzubekommen, weil schlussendlich sieht man die am Kopf dann gar nicht mal so krass. Mhm.
Wenn ich mit diesem Teil der Haare fertig bin, gebe ich mir Haarspray in die Haare, damit die fixiert sind. Also eigentlich benutzt man da auch so eine Klammer, glaube ich, aber ich habe meine zweite Klammer verloren oder sie ist halt irgendwo in meinem Zimmer und ich finde sie nicht mehr. Und deshalb mache ich das einfach mit einem Haargummi zusammen, und aber nicht so fest, sondern ein bisschen locker, damit da keine Abdrücke entstehen vom Haargummi. Und so stören mich auch die fertigen Haare dann nicht. Also die unfertigen Haare stören mich nicht, weil sie in einem Dutt zusammen sind. Und die fertigen Haare stören mich dann auch nicht, während ich den anderen Teil mache. Und dann mache ich mir wieder ein Dutt, nur lasse ein paar Haare runtersinken. Und dann mache ich den zweiten Teil meiner Haare. Und hier gehe ich genauso vor wie beim ersten Teil auch. Hitzeschutzspray, Haare kämmen, Locken machen und nochmal fixieren mit Haarspray und alles zusammen in demselben Zopf machen. Bei der letzten Partie mache ich es genau gleich, also Hitzeschutzspray auskämmen, dann Locken machen und Haarspray. Und da gibt es aber was ganz Kleines zu beachten, und zwar bei den vorderen Strähnen. Da müsst ihr aber selber gucken, also bei mir ist es links, muss ich das von hinten nehmen, die Strähne, und dann um den ums Glätteisen rumwickeln und dann runterziehen. Dann geht die Strähne nämlich nach außen und das finde ich viel schöner. Und es macht halt, wenn beide Strähnen nach außen gehen, öffnet das halt das Gesicht ein bisschen. So, also das Gesicht sieht halt schöner aus. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, müsst ihr die Strähne von vorne nehmen. Ich weiß, es ist kompliziert, weil man so denken muss, aber wenn man den Dreh einmal raus hat, dann macht das eigentlich voll Sinn. So Leute, ich bin jetzt fertig mit meinen Locken und so sieht das Endergebnis aus. Ich finde das eigentlich ganz schön, also ich finde die Locken ganz schön, weil die sind halt unten nur lockig und oben halt nicht. Deshalb, das ist mal so was anderes. Und ich wollte euch sagen, dass manchmal werden die Locken nicht ganz so perfekt, aber ich finde im Großen und Ganzen sieht das halt dann trotzdem cool aus. Und lasst euch dann nicht beirren, wenn mal eine Locke nicht ganz so wird, wie ihr euch die vorgestellt habt. Das war so viel zu den Locken. Ich wollte noch sagen, dass meine Haare ziemlich schwer sind und dass ich deshalb einen kleinen Test durchführe. Und zwar es ist jetzt 12 Uhr und ich drehe dann heute um 19 Uhr. Also ich komme um 19 Uhr wieder. Da drehe ich dann nochmal, wie meine Haare dann aussehen. Ich bin mal gespannt, weil ich habe so schweres Haar und ich will mal wissen, wie die Locken dann halt im Vergleich dazu aussehen. Und deshalb seht ihr das jetzt im Anschluss. So Leute, es sind jetzt ein paar Stunden vergangen und wie ihr seht, seht ihr nichts mehr. Also meine Locken sind fast komplett draußen. Ich finde auf der Seite mehr als auf der irgendwie. Ich kann mir das auch, um ehrlich zu sein, nicht ganz erklären. Ich war halt heute ziemlich viel Fahrradfahren, deshalb sind die draußen. Also wenn ich weniger Fahrrad fahren würde am Tag, halt mit Locken, dann wären die Locken auch noch richtig schön. Halt manchmal mache ich mir halt die Locken einfach nur, um wegzugehen. Und dann komme ich halt abends wieder und meine Locken sind noch drin und gehe dann schlafen. Und dann sind sie morgens immer noch drin. Und deshalb, glaube ich, halt, liegt es eigentlich mehr am Fahrtwind oder halt generell am Wind. Heute war es auch ein bisschen windiger. Und deshalb, glaube ich, sind meine Locken halt dadurch rausgegangen. Aber sonst halten sie eigentlich relativ gut. Und ich merke jetzt nicht so einen großen Unterschied zwischen Lockenstab und Glätteisen. Ich glaube, das ist eher die Technik und wie die Locken dann am Ende aussehen, weil die Locken sehen schon anders aus als... Okay, jetzt die Locken nicht mehr. Aber die Anfangslocken, die sehen schon anders aus als die Locken, die man mit dem Lockenstab hinbekommt. Und je nachdem, zu welchem Anlass man geht, kann man sich ja dann entscheiden, welche Locken man lieber hätte. Und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ihr könnt ja gerne mal mir bei Insta schreiben, also in die Kommentare von Instagram, wie ihr die Locken fandet und ob ihr euch lieber Locken mit dem Lockenstab macht oder mit dem Glätteisen. Das würde mich mal sehr interessieren. Und das war es jetzt wirklich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.